Wie geht's dir? Gut. Es geht mir gut, weil ich bin sehr froh, dass wir die 3 Punkte geholt haben in die letzte Spiel, ja. Das letzte Spiel. Und die Wetter ist schön in Mainz momentan. Die Sommer kommt, alles gut. Ja, klar. Und ich möchte auch gerne nochmal eine Vorlage für Gerrit machen. Aber er hat das gut gemacht. Das war nicht eine sehr gute vorbereitete Tor. Das war gut gemacht von Gerrit. Wir haben leider letztes Mal verloren gegen Augsburg. Wir haben zu Hause verloren, 3:1. Und jetzt wollen wir sehr gerne einen Auswärtssieg schaffen. Ich erinnere mich an eine physisch starke Mannschaft. Mit physisch Präsent und Schnelligkeit in die Mannschaft. Und da mussten wir uns auch physisch durchsetzen in die Zweikämpfe. Und dann holen wir auch Punkte. Das ist das erste Mal seit langem, dass wir nicht auf einem Aufstiegsplatz sind oder Relegationsplatz. Und ja, wir sind jetzt auf Platz 15 und da wollen wir am mindesten bleiben. Wenn wir einen Sieg geschafft haben, so wie letztes Mal, dann sind alle froh und alle sind auch weiter so, okay, jetzt gucken wir nach vorne. So, das ist nicht so, dass wir die ganze Woche gegenüber den Sieg redet und Euphorie und so. Also wir bleiben drin und wir arbeiten. Wir haben jeden Tag harten Training auch. Wir waren immer in die Abstiegskampf und da sind wir immer noch. Und wir kämpfen. Das geht um Punkte zu holen. Und das wollen wir auch am Sonntag. Also wir haben noch nicht erreicht wegen dieses Sieg gegen Freiburg zu Hause letztes Mal. Wir müssen weiter so machen. Also Auswärtsspiele, da ist die Arbeit gegen den Ball immer sehr wichtig und das haben wir auch gut gemacht in den letzten 3 Spielen. Das wollen wir nochmal gut machen, aber natürlich, wir wollen den Sieg haben. Wir wollen also nur die 3 Punkte zählt in unserer Situation, kann man sagen. Also natürlich nehmen wir 1 Punkt, wenn das reicht, aber wir wollen den Sieg.